Ein offensichtlicher Widerspruch. Dieses Kostüm kann ich ja nicht angucken, das ist das Problem, ne? Das könnte was sein. Moment mal. Die sich offensichtlich nicht wehrte. Er wehrte sich also nicht? Woher wollen Sie das wissen? So genau wissen. Wir haben keine Spuren gefunden, die auf Gegenwehr hinschließen lassen, Junge. Gab es also zwischen dem Opfer und dem Mörder einen Kampf oder nicht? Die Antwort auf diese Frage kann den Ausgang des Prozesses entscheidend beeinflussen. Ah, wir stecken in der Klemme. Wenn ich nur beweisen könnte, dass das Opfer sich gewehrt hat. Diese Franziska meint also, sie könne den... Ja, das hatte ich schon. Aber das ist es. Das ist es. Die sich offensichtlich nicht wehrte. Wieso wurden dann auf der Pistole 2 Schüsse abgefeuert? Okay, das war wohl mehr als falsch. Oh Gott, ey, wie viel ich abgezogen bekomme, das ist ja krank. Wieso ist das Messer falsch? Ich hatte ja gedacht... sich offensichtlich nicht wehrte. Dieses Kostüm schrott die Angeklagte zur Tatzeit. Wie man sieht, ist es voller Blut. Dieses Kostüm, es muss irgendwas mit diesem Kostüm nicht stimmen. Das Problem ist, ich kann es ja nicht näher angucken. Denk nach. Das Einzige, was uns noch helfen könnte, ist dieser komische Wandschirm mit diesem Einschussloch, aber das bringt ja nicht vollkommen nichts. Ich greife mal weiter an, mal sehen, ob ich noch was finde. Das Blut auf diesem Kostüm. Die Untersuchung im Labor hat ergeben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Es befindet sich also Blut des Opfers auf der Kleidung der Angeklagten. Gar nicht gut. Konnten Sie dieses Bleistift noch irgendwelche anderen Hinweise entnehmen? Wechsel euch das Thema, dann muss der gute Inspektor noch einmal aussagen. Wie schade, keine Zeit, wir sollten dann wohl fortfahren. Ja, Frau von Kammer hat vollkommen recht. Jetzt hat sie sogar schon den Richter auf ihrer Seite. Dabei stehe ich doch so kurz davor, sie fertig zu machen. Was soll ich bloß tun? Weiter angreifen. Warum wird Franziska auf einmal so schmallippig? Schmallippig? Was? Egal. Sie muss einen Grund für so einen übereilten Einspruch gehabt haben. Und der muss irgendetwas mit diesem Kostüm zu tun haben. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich muss mich nur noch mehr anstrengen. Herr White, Frau von Kamers Beweis der Kette ist lückenlos. Da gibt es für Sie nichts mehr zu holen. Ich habe keine Zeit mehr. Also zu dem Kostüm. Eine Frage noch. Euer Ehren, bei dem Beweisstück gibt es einen eindeutigen Fehler. Was? Wie kommst du denn darauf, Junge? Wo liegt denn dieser Fehler, den Sie meinen? Soweit habe ich es schon geschafft. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der Fehler liegt genau hier. Und zwar, ich sehe was, was du nicht siehst. Und zwar ist es dieses Einschussloch hier. Wenn das Gericht sich bitte den Ärmel des Kostüms anschauen würde. Den Ärmel? Da ist ein kleines Loch.
Ein Loch? Aber das stand nicht im Bericht. Ein Moment. Was ist da um das Loch herum? Es riecht ganz schwach nach Schießpulver. Schießpulver? Davon hat mir keiner was gesagt. Ein Loch, das nach Schießpulver riecht. Da habe ich ja anscheinend doch noch eine Lücke gefunden. Euer Ehren, hier handelt es sich um ein Einschussloch. Handeln, hier kann es sich um ein Einschussloch handeln. Ruhe, 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 das ist ein schwerwiegender Sachverhalt. Wir sollten erst einmal die Gerichtsakte auf den neuesten Stand bringen. Meyers Kostüm in der Gerichtsakte aktualisiert. Ich muss mich entschuldigen, da haben wir wohl geschlafen. Sie lächelt? Was verbirgt sie noch? Reiß dich zusammen, Inspektor. Dieses kleine Loch beweist gar nichts. Die Beweise sind trotzdem eindeutig. Fahr mit deiner Aussage fort. Das war gerade reiner Zufall, nichts weiter. Wie kannst du das behaupten? Das ist ein eklatanter Fehler. Ich stimme mit Ihnen überein, dass es sich hier um einen Fehler der Polizei handelt. Aber Staatsanwältin von Kammer hat recht, die Beweise sind immer noch eindeutig. Wenn Sie keinen grundlegenden Fehler finden, dann... Das kann nicht wahr sein! Inspektor, komm schon mit vorne und Sie mit Ihrer Aussage fort. Ja, Euer Ehren. Die Angeklagte attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Aber die muss sich doch gewehrt haben, wenn doch das Kostüm voller Blut ist. Quatsch, wenn doch das Einschussloch da ist. Inspektor Dick Gamschow. Ja? Hey, irgendwie ist mir das unangenehm, mit vollem Namen angesprochen zu werden. Sie behaupten, meine Mandantin tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Ja, das tue ich. Dann gestatten Sie die Frage, was das übersehene Einschussloch bedeutet. Was das bedeutet? Ich sage Ihnen, was das bedeutet. Es bedeutet, dass das Opfer einen Schuss abgegeben hat. Verstehen Sie das unter sich nicht wehren? Oh, du hast recht. Hört sich logisch schon. Ein Schuss vom Opfer auf die Angeklagte würde alles ändern. Na endlich, der Wind scheint sich zu drehen. Ha! Was soll dieses Was das endlich lachen? Was ist endlich, Phoenix White? Frau von Kammer? Nehmen wir mal an, das Opfer hätte tatsächlich auf Maya Fey geschossen. Nur ein weiterer Grund, auf Notwehr zu plädieren. Das stimmt allerdings. Was allerdings, Euer Ehren, nicht zum Plädoyer der Verteidigung passt. Statt auf Notwehr zu plädieren, blieb sie beim Unschuldig. Jetzt muss sie's. Vollkommen richtig. Das heißt, die Beweislast liegt weiterhin bei der Verteidigung. Nein! Also, tja, wo sie recht hat. Außerdem kann allein die Tatsache, dass das Kostüm ein Einschussloch aufweist, nicht einmal die Notwehrvermutung ausreichend stützend. Hä, wieso das? Steh nicht so nutzlos in der Gegend herum. Berichte dem Gericht gefälligst, wie der genaue Tathergang war. Unter Berücksichtigung sämtlicher neu gewonnener Informationen natürlich. Was? Sie meinen, ich ganz allein? Sie verlangen, dass ich ganz allein alle Einzelheiten zusammenfasse? Oh! Jawohl, sofort, Frau Staatsanwältin. Der Tathergang. Während der Beschwörung sah die Angeklagte ihre Chance, das Opfer zu erstechen. Das Opfer übte verzweifelte Gegenwehr aus. Während des Kampfes gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen. Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Daraufhin brachte die Angeklagte die Pistole an sich und beendete den Kampf. Gerade weil es so eine kurze Distanz war, musste er doch getroffen haben, oder nicht? Hört sich plausibel an. Jawohl, Euer Ehren. Also, Herr White? Ergibt beim ersten Hören ja wirklich Sinn, aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Bitte hören Sie auf, mich so anzustarren. Also gut, wenn Sie den Zeugen dann ins Kreuzfeuer nehmen wollen. Ja, will ich. Okay.
Sie behaupten also, dass das Einschussloch im Kostüm zum Tatzeitpunkt entstand. Tut mir leid, Junge, aber so sieht's aus, würde ich sagen. Die beiden befanden sich mitten im Kampf, als der Schuss abgegeben wurde. Maja, was für ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Ich kann meine Gedanken nicht von diesem komischen Wandschirm ablenken. Wie muss der denn geschossen haben? Oder wie müssen die beiden gestanden haben und er geschossen haben, damit diese Kugel diesen Wandschirm trifft? Das ist ja sehr seltsam. Soll ich den einfach mal präsentieren? Aber ich glaube, ich bekomme so viel Energie abgezogen. Nein, das will ich nicht. Seine Aussage ist in der Tat äußerst ungünstig für uns, aber da muss es einfach irgendeinen Widerspruch geben. Und den aufzudecken hieße die Wahrheit zu enthüllen, da bin ich absolut sicher. Kann doch nicht denken, nichts fühlen, was weiß ich nicht während der Beschwörung. Der größte Unterschied zwischen Dr. Gray und der Angeklagten ist beträchtlich. Außerdem war das Opfer viel kräftiger. Wie hätte sie da erfolgreich zustechen sollen? Jetzt, wo du es erwähnst, ja, klingt plausibel. Glaubst du wirklich, du kommst so leicht davon, Phoenix Wright? Maya Faye befand sich mitten in einer Beschwörung oder etwa nicht? Das Medium kann mit Hilfe der Corainer Beschwörungstechnik seine Physis manipulieren. Mit der Statur der Schwester hätte die Angeklagte es mit dem Doktor aufnehmen können. Ich fass es nicht. Sie hat sogar die Corainer Beschwörungstechnik gelernt. Wie ich schon sagte, ich bin Perfektionistin. Wovon genau reden Sie da eigentlich? Ich komme nicht ganz mit. Wie auch immer. Fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Jetzt mal ganz im Ernst, ey. Die Maya hat doch eine Krankenschwester beschworen. Egal. Oder nee, nicht egal. Ini ist 21, die ist dann... keine Ahnung wie alt, aber immer noch unter 30, ich schätze so, nein, ich habe eine schlechte Schätzungsweise, deshalb schätze ich jetzt gar nichts, aber trotzdem, so viel älter kann die gar nicht gewesen sein. Maya hat in ihrem ganzen Leben noch keinen Schuss mit einer Waffe abgegeben. Das Opfer stand schutzlos vor ihr. Sogar ein Anfänger wie du hätte das gekonnt. Sogar ich? Echt? Siehst du? Die perfekte Logik einer von Karma. Seine Aussage ist in der Tat bla. Also. Jetzt mal ganz im Ernst. Alles geht gegen Maya. Der Dr. Gray konnte nicht schießen, wegen der zu kurzen Distanz, aber genau aus diesem Grund hat Maya das Ziel hundertprozentig getroffen. Das ist doch so, was weiß ich, egal. So unfair. Die Stichwunde, die er erlitt, war also nicht die eigentliche Todesursache. Der daraus resultierende Blutverlust hatte allerdings beträchtliche Konsequenzen. Und wie beträchtlich waren diese Konsequenzen Ihrer Meinung nach? Zufälligerweise habe ich gerade neulich Blut gespendet. Und danach habe ich mich leicht benommen gefühlt und mir war schwindelig. Ich schätze, die Wunde hat ungefähr circa das Zehnfache an Schwindel verursacht. Au! Entschuldigung. Die guckt einfach nur böse und weiter geht's. Wo in aller Welt kam bitte die Pistole her? Das Opfer Dr. Gray scheint sie extra für eben jeden Tag erworben zu haben. Aber eine Pistole?
Er hat sie 2 Tage vor der Tat auf dem Schwarzmarkt gekauft. Warum hatte Dr. Gray eine Pistole dabei? Weswegen diese Vorsichtsmaßnahme? Das ist eigentlich eine gute Frage. Aber nach dem Motiv wollen wir jetzt nicht gucken. Denke ich mal nicht, sondern nach Beweisen. Ich muss es einfach ausprobieren. Okay, war klar. Irgendwie. Aber trotzdem. Ich musste es ausprobieren. Dann weiß ich wenigstens, ist das schon mal falsch. Kommen wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rein. Habe ich das schon? Ja, das habe ich schon. Oh. Mm-hmm.